Jetzt in Kripo Live. Diebe stehlen drei Cross-Motorräder aus einer Garage in Gotha. Die betroffenen Sportler bleiben auf einem Schaden von 16.000 Euro sitzen. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei um ihre Hinweise. Guten Abend zu Kripo Live, zu den gestohlenen Crossmaschinen später. Jetzt geht es um wertvolle Elektrobikes. Viele Menschen greifen dafür tief in die Tasche. Sie sind praktisch, relativ schnell und kraftvoll genug, um auch steilere Strecken entspannt zu bewältigen. Im Urlaub etwa. Für eine Familie aus Thüringen waren die Ferien mit dem Rad aber schon am zweiten Tag abrupt zu Ende. Der Olbersdorfer See in der Nähe von Zittau. Am Ufer liegt ein Campingplatz. Hier wollen Magdalena Schneider und ihr Lebensgefährte Matthias Heinemann den Sommerurlaub verbringen. Ihre Hündin Luna ist immer dabei. Es ist die Ruhe, Entspannung, der See, man kann baden, der Hund kann schön laufen im Wald. Also es ist herrlich da. Am 2. Juli 2022 kommt das Paar mit dem Wohnmobil hier an. Die beiden sind zum zweiten Mal auf dem Campingplatz. Sie freuen sich auf ausgedehnte Touren durch die Umgebung. Mit den E-Bikes lassen sich auch längere Strecken bewältigen. Luna, ihre Hündin, sitzt bei den Touren in einem Anhänger. Schon am Tag nach der Anreise geht es los. Wir wollten frühest noch eine schöne Runde machen, haben auch eine schöne Runde gedreht. Wir waren in der Grenze zwischen Polen und Tschechien unterwegs. Also wir waren so fast 30 Kilometer an dem Tag unterwegs. Nach dem Ausflug genießen die beiden den Abend vor ihrem Wohnmobil. Bevor sie schlafen gehen, sichert Matthias Heinemann jedes E-Bike mit einem Faltschloss. Wir haben die Fahrräder nochmal abgeschlossen, wie immer abends. Wir waren vor 2 Jahren schon mal da, haben sie auch abgeschlossen, neben dem Wohnmobil stehen gehabt. Und da waren sie auch am anderen Morgen noch da und haben uns auch ein bisschen auf der sicheren Seite mitgefühlt. Außerdem denken die beiden, passt ja Luna auf. Die Hündin schlägt eigentlich an, wenn Fremde sich nähern. Doch Luna schläft in dieser Nacht offenbar tief und fest. Einige Stunden später nähern sich mindestens 2 Personen dem Wohnmobil. Offenbar mit der festen Absicht, die E-Bikes zu stehlen. Sie tragen die 2 E-Bikes samt angelegter Schlösser einige Meter weg, bauen den Hundeanhänger ab und verschwinden mit ihrer Beute. Für die 2 Urlauber beginnt der nächste Tag mit einem Schock. Jeden Morgen bin ich aufgestanden, mache die Fenster auf und da habe ich den Diebstahl gemerkt, dass auf einmal vom Hund der Anhänger etwas weiter weg stand. Und ich dann zu Matthias gesagt hat, guck mal, warum steht der Anhänger weiter weg? Und sind denn die Fahrräder, wo sind denn die Fahrräder noch da? Und da hat er geguckt und da hat er gesagt, unsere Fahrräder sind weg. Es war richtig beschissen, dass sie am Anfang von unserem Urlaub die Räder gestohlen wurden, weil wir eigentlich noch viel zu sehen wollten und viel erleben wollten noch mit den Fahrrädern. Und wollten noch mehr fahren nach Polen, Tschechien und überall rumfahren mit den Fahrrädern. Die E-Bikes der Marke Simplon Modell Chenoa Bosch CX hatten einen Wert von insgesamt 9.000 Euro. Die Polizei konnte am Tatort selbst kaum Spuren sichern. Doch sie entdeckt ein anderes interessantes Detail. Im Umfeld des Tatortes haben wir jedoch 3 Fahrräder festgestellt, die zunächst niemandem zuzuordnen waren. Wir haben diese sichergestellt und werden jetzt in einer DNA-Untersuchung überprüfen, ob sich hier möglicherweise Zusammenhänge zur Tat ergeben. Gehören diese Räder möglicherweise den Tätern? Sind sie damit gekommen und mit den gestohlenen E-Bikes wieder verschwunden? Der Campingplatz ist von einem 2 Meter hohen Zaun umgeben. Der Eingang ist beschrankt und es gibt auch einen Wachdienst. Das hielt die Täter aber offenbar nicht davon ab, den Platz zuvor auszuspionieren. Zeugen sprechen von 4 Männern, die am Abend vor der Tat auf dem Campingplatzgelände auffällig herumgeschlichen sein sollen. Die 4 waren dunkel bekleidet und trugen trotz sommerlicher Temperaturen Basecaps bzw. Kapuzen über dem Kopf.
Die Zahl der Fahrraddiebstähle im Raum Görlitz hat sich zwar verringert, doch die Schadenshöhe ist stark angestiegen. E-Bikes sind teuer und deshalb ein begehrtes Diebesgut. Begünstigend kommt für die Diebe noch hinzu, wenn die Fahrradbesitzer ihre E-Bikes oft nur stiefmütterlich sichern. Dann gelingt es den Tätern natürlich mit verhältnismäßig wenig Aufwand eine Beute zu machen, die schon mal den Wert von einem Gebrauchtwagen haben kann. Magdalena Schneider und ihr Lebensgefährte hatten eine Fahrradversicherung. Doch diese zahlt nicht, weil sie die Räder nicht an einen festen Gegenstand angeschlossen hatten. Dazu kommt, dass wir die Fahrräder geleast haben und weiterhin die Raten zahlen müssen und aber keine Fahrräder mehr haben und wir können sie nicht mehr nutzen. Wer hat in der Nacht vom 3. zum 4. Juli oder davor verdächtige Beobachtungen auf oder am Campingplatz am Oberstdorfer See gemacht, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Sind Ihnen die Räder vielleicht zum Kauf angeboten worden oder irgendwo aufgefallen? Es handelt sich um E-Bikes der Marke Simplon, Modell Shinoa Bosch CX in Rot und Dunkelblau. Wenn Sie Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Zittau unter der Telefonnummer 03 583 620. Auf dem Campingplatz am Oberstdorfer See hat sich die Zahl der Diebstähle von Fahrrädern und E-Bikes seit dem letzten Jahr schon jetzt verdoppelt. Einer der möglichen Gründe, die mangelnde Sicherung der Räder. Doch wie schütze ich mein teures Rad am besten vor Diebstahl? Wir haben einen Fachmann aus Leipzig gefragt. Sven Fest ist unser Experte. Seit mehr als 20 Jahren handelt er mit Zweirädern. Vor 5 Jahren hat er sich auf E-Bikes spezialisiert. Er kennt die Tricks und Kniffe der Diebe. Und er weiß, mit welchen Mitteln man es Langfingern möglichst schwer machen kann. Unser Redaktionskollege ist mit dem E-Bike gekommen. Wir wollen wissen, wie gut er es gesichert hat. Ja, also grundsätzlich würde ich erst mal sagen, zur Erklärung, das ist falsch angeschlossen. Na? Hier schraube ich dir das Hinterrad raus, ziehe das Fahrrad nach vorne weg und bin weg. Na? Du hast ja nur das Hinterrad angeschlossen, was dann bedeutet, ich muss mir halt nur ein Hinterrad besorgen und habe ein komplett einsatzfähiges Fahrrad. Das E-Bike also immer an einem festen Gegenstand anschließen und die Räder zusätzlich am Radrahmen sichern. Mehrere Schlösser sind deshalb empfehlenswert. Ein Dieb konzentriert sich nicht immer auf das teuerste Rad, sondern auf das, was er am schnellsten stehlen kann. Ne? Und je einfacher das Schloss, je schneller habe ich natürlich meine Beute als Dieb. Eine weitere Möglichkeit, Fahrraddiebe aufzuhalten, ein Faltschloss mit Alarm. Den Rahmen sichern, einmal abschließen, scharf schalten. Wenn der Dieb jetzt anfängt, hier dran rumzuspielen, dann gibt es diesen Warnton, passiert noch nichts und sollte er nicht aufhören, geht sofort los. Für Diebe auf jeden Fall abschreckend. Preis für das Schloss ab 169 Euro. E-Bike-Experte Sven Fest empfiehlt außerdem, einen GPS-Tracker zu installieren. Der wird halt hier in den Motor hineingebaut, ja, wird also alles abgemacht und dann wird das hier reingemacht und mit dem Kabel im Prinzip angeschlossen. Okay. Sodass das durch den Akku immer Strom hat. Und du das Rad über das Handy dann orten kannst. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel abschließt, ne, mit deinem Schloss und drückst auf der App dann abgeschlossen, dann merkt sich das den Standort und sobald irgendjemand das Rad nur ein Stück weit bewegt, kriegst du eine Nachricht, dass dein Rad gerade gestohlen wird. Der Tracker kostet inklusive des Einbaus mindestens 250 Euro. Das klingt teuer, doch für ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro lohnt sich die Investition. Oft wird aber nicht das ganze Bike gestohlen, sondern einzelne Komponenten wie der Sattel oder ein Rad. Auch dagegen gibt es Schutz. Na, hier gibt es zum Beispiel diese Achssicherung, so wie sie hier verbaut ist. Hier hast du halt dann eine extra Mutter davor, damit du das nicht schrauben kannst, die nur abgeht, wenn du das Rad in die Waagerechte legst. Sicherheit bietet dieses sogenannte Schwerkraftsystem aber nur, wenn das Rad so angeschlossen wurde, dass man es nicht auf die Seite legen kann. Solch eine Sicherungsmutter kostet etwa 10 Euro.
Die Komponentensicherung kannst du natürlich an alle Teile des Rades weiter fortsetzen. Mhm. Ja, zum Beispiel hier beim Sattel. Da kannst du das ja relativ simpel mit so einem Imbusschlüssel und schon kannst du den mitnehmen. Und da gibt es halt hier ein System, da hast du einen personalisierten Schlüssel, der nur an dein Rad passt. Und das kannst du dann austauschen, wird einfach hier dran gemacht. Und damit ist das erstmal so einfach nicht zu klauen. Das Schraubensystem lässt sich mit herkömmlichen Werkzeugen nicht lösen. Zu jedem Schraubenset gibt es einen individuell passenden Schlüssel. Solch ein Set ist ab 40 Euro zu haben. Wer lange Freude an seinem teuren Rad haben möchte, plant die Kosten für die Sicherung am besten schon beim Kauf mit ein. Die Tipps finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage. Und damit zu weiteren aktuellen Fahndungen Kripo-Live kompakt. Erfurt. Mit diesen Phantombildern sucht die Polizei nach zwei Männern, die einen syrischen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angegriffen und beleidigt haben. Sie beschädigten auch sein Auto. Tatort: die Vilnius-Passage, ein Einkaufszentrum im Stadtteil Ried im Norden von Erfurt. Gesucht wird auch diese Frau, die Zeugin des Angriffs gewesen sein soll. Erkennen Sie die beiden Täter oder wissen Sie, wer die Zeugin war? Dann melden Sie sich bitte bei der Kripo Erfurt unter der Telefonnummer 0361 574 324 602. Leipzig. Im Südosten der Innenstadt waren zwischen dem 15. und 17. Juli 2022 Einbrecher unterwegs. Ihr Ziel: ein Wohnbüro im Erdgeschoss dieses Hauses. Die Täter brachen das Schloss der Tür auf und durchsuchten die Räume. Dann öffneten sie mit Hilfe eines Trennschleifers einen Tresor. Aus diesem stahlen sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Doch im Tresor fanden sie nicht nur Geld. Es sind Wertgegenstände weggekommen, besonders aus diesem Tresor. Dort waren auch zum Beispiel Goldmünzen, mehrere, die aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts stammen, die auch recht markant sind. Auffällig sind die Münzprägungen mit Schweizer Wappen und dem Porträt der Helvetia, dem Schweizer Nationalsymbol. Gestohlen wurde auch Goldschmuck, ähnlich diesem hier. Es scheint auch so, dass es eine Tätergruppierung ist, die aus mehreren Tätern besteht, die eventuell auch mit einem Fahrzeug dort im Bereich unterwegs gewesen sind und das eventuell auch schon vorher ausgekundschaftet haben. Der Tatort in der Turnerstraße liegt in einer ruhigen Umgebung zwischen mehreren Sporthallen. Ist Ihnen dort zwischen dem 15. und 17. Juli etwas aufgefallen, das im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte? Oder wurden Ihnen die Münzen oder solcher Schmuck zum Kauf angeboten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kripo Leipzig unter der Telefonnummer 0341 9664 6666. Möser bei Magdeburg. Dieser weiße Mercedes wurde in den frühen Morgenstunden des 31. Januar 2022 vom Grundstück eines Einfamilienhauses gestohlen. Es handelt sich um einen weißen Mercedes Modell CLS 450 4-Matic. Die Autodiebe fuhren vom Tatort Comeniusweg in Möser in Richtung Berliner Ring, möglicherweise über die A2. Etwa eine Stunde nach der Tat, gegen 5.30 Uhr, wurden sie in der Potsdamer Chaussee in Sieten geblitzt. Danach verursachten sie im selben Ort einen Verkehrsunfall, bei dem das Fahrzeug beschädigt wurde. Anschließend flüchteten sie. Erkennen Sie die auf dem Blitzerfoto abgebildete Person? Dann richten Sie Ihre Hinweise bitte an die Kripo Burg unter der Telefonnummer 03921 9200. Letzten Sonntag fahndeten wir hier öffentlich nach einer Gruppe von Jugendlichen, die im Mai in der Innenstadt von Görlitz zwei Männer angegriffen und schwer verletzt hatten. Drei Täter schlugen und traten immer wieder auf die beiden Opfer ein, bis diese bewusstlos am Boden lagen. Dann flüchtete die Gruppe.
Leider ist der Polizei bei der Übermittlung des Datums der Tat ein Fehler unterlaufen. Das wollen wir jetzt korrigieren. Der brutale Angriff ereignete sich am Abend des 26. Mai, also zu Himmelfahrt, ab etwa 21.45 Uhr. Tatort war die Passage zum Fischmarkt. Die Gruppe bestand aus 6 bis 7 Jugendlichen, die vielleicht am gleichen Tag auch an anderer Stelle aufgefallen sind. Einer von ihnen wurde als südländischer Typ beschrieben. Er trug einen schwarzen Jogginganzug. Die anderen waren offenbar Deutsche. Hinweise bitte an die Polizei Görlitz unter 03-581-6500. Betrüger sind leider erfinderisch. Mit immer neuen Maschen versuchen sie, ihre Opfer zu überrumpeln. Bei Kripo Live haben wir zum Beispiel über betrügerische Dachdecker berichtet, die vor allem ältere Eigenheimbesitzer dazu drängen, spontan das Dach von Haus oder Garage zu erneuern. Und das Ergebnis ist nichts als Fusch für viel zu viel Geld. Jetzt breitet sich ein anderer Trick aus mit Sperrmüll. Oliver Rossbräu aus Leipzig sucht nach einem preiswerten Anbieter für die Sperrmüllabholung. Etwa 3 Kubikmeter Möbel möchte er entsorgen lassen. Im Internet wird er fündig. Die Seite sah seriös aus, anständig aus. Es war ein gutes Outfit gewesen. Die Fahrzeuge waren abgebildet mit der Firmenaufschrift. Es sieht auch so aus, als wenn das von der Stadtreinigung Leipzig ist. Am Telefon erfährt er, pro Kubikmeter kostet das 35 Euro. Für knapp 3 Kubikmeter also maximal 105 Euro. Ein paar Tage später klingeln 2 Männer an der Haustür. Die Eltern von Oliver Rossbräu sind allein zu Hause. Seine 80-jährige Mutter öffnet die Tür. Einer der Männer kommt gleich zur Sache. Anstatt des vereinbarten Preises fordert er plötzlich 1.000 Euro. Die beiden alten Leute sind geschockt. Der hat regelrecht bedrängt und regelrecht genötigt. Wir können es jetzt kurz machen. Sie bezahlen die 1.000 Euro, wir räumen das alles weg. Und wenn Sie das jetzt nicht wegräumen, dann bezahlen Sie 500 Euro Bußgeld. Und ich hole dir jetzt die Polizei, weil Sie uns hier umsonst herbestellt haben. Die angeblichen Entsorger werden immer aggressiver. Schließlich zahlen die eingeschüchterten Rentner. Eine Quittung gibt es nicht. Die Männer tragen den Sperrmüll weg und verschwinden mit dem Geld. Auf Nachfrage wird schnell klar, die kommunale Leipziger Stadtreinigung hat damit nichts zu tun und warnt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich wirklich bewusst an die Polizei wenden, müssen Anzeige erstatten, weil sie hier geprellt wurden. Und nur so kann man gegen diese Betrüger vorgehen. Solche Fälle häufen sich derzeit bundesweit. Aber noch gibt es kaum Erkenntnisse, wer dahinter steckt. Wer sind die Hintermänner beim Sperrmüllbetrug? Unsere Kollegen von der Umschau haben sich auf die Suche gemacht und fanden heraus, wohin die Spuren der Betrüger führen. Die ganze Geschichte am Dienstag um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen. Jetzt geht es hier noch einmal um gestohlene Zweiräder, nicht um E-Bikes, sondern um Sportmotorräder für Crossrennen. Ein Hobby, in das 2 junge Motorsportler all ihre Zeit und all ihr Geld gesteckt haben. Nun haben Diebe ihren Traum zerstört. Fast an jedem Wochenende haben sie auf der Rennstrecke Gräfentonner mit ihren Motocross-Rädern trainiert. Niklas Zajec und Marco Riesch aus Gotha. Doch als die 2 am 21. Juli 2022 zu ihrer Garage kommen, entdecken sie, dass hier eingebrochen wurde. Ihre 3 Crossmaschinen sind weg. Wir sind halt jeden Tag hier und haben halt an den Motorrädern was gemacht. Oder halt auch die Garage ausgeräumt und aufgeräumt. Und dann hat man halt die Motorräder rausgestellt. Und naja, wenn da halt Leute vorbeilaufen und das sehen, denken sie sich wahrscheinlich so, ja, okay, gut, könnte man ja mal mitnehmen. So. Gestohlen wurden diese 3 Motorräder. Eine Fantic 125 in weiß mit rotem Sitz. Eine blaue TM und eine weiße KTM. Gesamtwert der 3 Bikes ca. 16.000 Euro. Ein enormer finanzieller Schaden für die beiden Motorsportler. Ich habe zum Beispiel meine Fantic über Kredit geholt und hatte leider nur ein Jahr lang.
muss jetzt noch bis 25 abbezahlen. Heißt ja, Geld geht irgendwo hin, aber nicht ins Hobby. Die Diebe kommen in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus. Sie brechen das Garagentor auf und schieben oder tragen die drei Maschinen heraus. Wie genau die Tat ablief, wird derzeit von der Polizei Gotha ermittelt. Es ist möglich, dass die Täter die Garage vorher ins Visier genommen haben. Die Tatörtlichkeit besteht aus mehreren Garagen und nur diese eine Garage wurde angegriffen und aufgebrochen. Derzeit ist noch unklar, wie die Crossmaschinen vom Tatort weggebracht wurden. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug die Maschinen einfach abtransportiert haben. Tatort ist ein Garagenkomplex in der Kantstraße in Gotha, direkt an einem Wohngebiet. Da es in der Tatnacht ein Gewitter gab, hat niemand etwas vom Einbruch gehört. Unklar ist, warum die Täter eine ebenfalls in der Garage abgestellte Simson zwar ins Freie geschoben, aber dann nicht mitgenommen haben. Ich würde mal behaupten, die hatten einen Transporter da drüben einfach hingestellt und haben die Maschinen eingeladen. Und das Moped wird wahrscheinlich nicht mehr reingepasst haben. So würde ich es jetzt behaupten. Die Polizei sucht nun vor allem nach Hinweisen zum Verbleib der drei Crossmaschinen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Unbekannten die Maschinen weiterveräußern, beispielsweise auf Internetplattformen. Weiterhin ist es möglich, dass sie die Maschinen umlackieren und selber benutzen oder die Maschinen in Einzelteile zerlegen und im Prinzip die Ersatzteile verkaufen. Was auch immer die Täter mit den Motorrädern vorhaben, für Niklas Zajec und Marco Risch ist der Traum vom Crossfahren erst einmal geplatzt. Dabei hatten sie sich für den Sommer viel vorgenommen. Der Sommer war halt eigentlich jetzt so geplant, wirklich damit richtig durchzustarten, hart zu trainieren, dass wir dann, sag ich mal, an irgendeinem Punkt stehen, wo wir sagen können, okay, wir melden uns jetzt für Motocross-Rennen an. Er hatte sich halt schon für ein Rennen angemeldet. Er fährt schon ein bisschen länger und ein bisschen besser als ich. Und jetzt geht's halt leider nicht mehr. Gell? Hinzu kommt, die drei Motorräder waren nicht versichert. Auf dem Schaden bleiben die beiden also sitzen. Um das Geld für neue Motorräder zusammenzubringen, werden sie lange sparen müssen. Haben Sie den Einbruch in den Garagenkomplex in der Gotha-Kantstraße vielleicht beobachtet oder gesehen, wie die Motorräder abtransportiert wurden? Haben Sie andere Hinweise zu den Tätern oder wissen Sie, wo die relativ auffälligen Motorräder abgeblieben sind? Dann melden Sie sich bitte bei der Kripo Gotha unter der Telefonnummer 03621781124. Und jetzt suchen wir mal keine Straftäter, sondern Sie. Der MDR lädt Sie in diesem Jahr nach der Corona-Zwangspause wieder ein, Programmmacherin oder Programmmacher zu werden. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie unser Fahndungsmagazin entsteht und wie die Kripo-Live-Redaktion arbeitet, dann bewerben Sie sich doch und kommen vielleicht am 11. September zu uns. Wir nehmen Sie von der Redaktionssitzung am Nachmittag bis abends zur Live-Sendung mit in unseren Arbeitsalltag. Mehr Infos dazu finden Sie auf unserer Internetseite mdr.de/mittendrin. Am kommenden Sonntag wieder Kripo Live, Tätern auf der Spur über eine grausame Verbrechensserie. Ein Ehepaar wurde überführt, die eigenen Kinder, 5 Neugeborene, getötet zu haben. Der Gerichtsprozess 1990 in Magdeburg hatte das ganze Land erschüttert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend.